Seid ganz leise, Leute. Wir verstecken uns gerade vor Hammerhead und versuchen, hinter ihm zu kommen. Ja, schön, dass ihr wieder da seid zum neuen Part. Mhm, aber ihr wisst ja, immer noch ganz leise sein. Ey, guckt mal da. Der Hammerhead hat ein riesengroßes Maschinengewehr. Und wenn der uns abknallt, tut das richtig weh, also... Psst. Warum bin ich eigentlich gerade so leise? Der Typ hört uns, hört mich doch gar nicht. Also, Leute! Ja, die Taktik von dem ist ganz einfach. Wir müssen uns ja versuchen, hinter ihm zu schleichen. Ohne gesehen zu werden. Und das können wir nur, indem wir halt von diesen ganzen Suchscheinwerfern weg sind. Und jetzt können wir angreifen. Bam. Das war doch gut. Schön weg. Die ist total einfach. Kommt, das ist so übelst einfach. Musst einfach nur die ganze Zeit laufen. Oh. Okay, das hätte mich gerade sehen müssen. Oh, Hammerhead. Oh. Ja, das war jetzt nicht so schlau. Ich hätte den eigentlich gerade erwischen müssen. Auf einmal bewegt sich der Suchscheinwerfer. Nein. Hallo, da bin ich doch. Bam. Das war der zweite Streich. Und ich freue mich natürlich auch, dass ihr wieder dabei seid, Leute. Und ihr seht schon, der Kampf ist, glaube ich, jetzt nicht so schwer, weil jetzt nicht so viele neue Suchscheinwerfer dazukommen. Und dazu diese alte Krimi-Musik. Oh, das war jetzt nicht so schlau. Ja, das war sehr dumm. Jetzt muss ich mich gucken, wie ich am besten da vorbeikomme. Ja, machen wir so. Ja, so ist auch noch gut. Er sieht mich nicht. Und er ist down. No more. Please, please. I give. Had enough, huh? Now hand over that rock. Sucker. Oh, cheap shot. Das war ja einfach. Darauf fällt er rein? Okay, gut. Tja, das... We may have a chance at saving the universe after all. You heard about Fancy Dan? Fancy Dan, the ladies' man? They found him in a garbage can. Warum werde ich gesehen? Die will ich nicht gesehen. Gut, dann werden wir anfangen, die mal schön auszunocken, die Typen hier. Will ich jetzt nicht gleich den hier. Das habe ich ja von Batman gelernt. Ich glaube, ich nutze lieber den da. So. Schlau gespielt. Und schlau eingesackt. Ja. Hammerhead war irgendwie ziemlich einfach. Ich hoffe, der zweite Bosskampf wird ein bisschen schwieriger, leichter werden. Weil so viel ist ja schon klar. Man kämpft auch noch einmal gegen den. Und du bist auch weg. Tschüssi! Seid doch froh. Ist doch bestimmt sehr angenehm, in so einem Spider-Spinnennetzen zu sein. Wow, it's him! Hast du gesehen? Voll der krasse Alarm. So, jetzt sind sie aber erstmal aufgescheucht, das ist sehr gut. Hier dürften sie mich ja nicht sehen. Mal gucken, ob sie da überhaupt da hinkommen. Hätte ich ein bisschen anders spielen müssen. Blöd immer, dass man da immer noch dann stehen bleiben muss. Also es bleibt ja immer automatisch stehen. Sorry, Pally. Schade, dass das nichts bringt. So, schnell wieder weg. Mal gucken, ob ich ihn jetzt kriege. Gone. He can't be gone. Doch.
Bin weg, mein Freund. Und du bist jetzt nach oben gebracht worden. Du Trottel. So, da hast du noch irgendwo noch einen Kumpel gehabt. War da noch irgendwo einer? Irgendwo eine kleine Mini-Spinni oder sowas? Nö. Nur ein schönes Emblem. Ey, cool, wir finden nur noch drei Embleme. Dann habe ich alle Spinnen-Embleme. Geil. Das ist supi. Da oben ist noch eins. Schön. Hier oben ist doch bestimmt eine Spinne, oder? Komm hier, komm. In so einen alten Dingern verstecken sich immer irgendwo ein paar Spinnen. Hier ist nirgendwo eine Spinne. Nur ein einziges Emblem noch. Ich kenne Spinnen. Hm. Komisch. Hier vielleicht? Ne, auch nicht. And along comes the spider. I had a feeling you'd make short work of those other jerks. This might be a little more difficult for you. Five of my best trigger men, five hostages. And you're such a bleeding heart, you'll want to rescue them, won't you? Good luck. My boys spot you, even for a second, and you'll wake up in hell. You're a pip, Hammerhead. Sayonara, creep. The floating head lady sure walked me into it this time. Gotta grab the shadows and make my play. Take these palookas down one by one. The train yard. Normally this place would be alive with the sounds of working men doing honest labor. Tonight, it's a den of thieves. Cool. Alle Embleme haben wir schon mal. Es finden nur noch drei Spinnen, aber ich glaube, ich habe viele übersehen. Ja, die beiden laufen so lang. Warte mal, vielleicht kann ich den schon. Sleep it off. So, das war der erste. Das ist auch noch ein Emblem. Muss ich einfach mehr sammeln? Die Klappe, Junge. Sei nicht so laut. So. Das war's. Das war der. Später, Kumpel, später. Du nervst mich dann, glaube ich, nur. Ja gut, bevor du mir weiter auf den Sack gehst. Zivilisten sind in Gefahr. Spider-Man, wenn du den Spinnensitz einsetzt, findest du sie vielleicht mit diesem Symbol. Jeder Zivilist muss in eine sichere Zone gebracht werden, die mit einem hellen Kranz gezeichnet ist, so wie diesem Symbol. Jetzt beeil dich. Ah, da hinten. Er ist voll das sichere Versteck. Übelst. Ah, da hinten ist er. Ja. I'll get you out of there. Don't worry. I guess my little game was too hard for you, huh? I'm starting to think you may know. Oh, ich liebe dieses Anschleichen. Und hier ist eine Mücke bei mir. So. I'll get you out of there. Don't worry. Das hätte auch gerade böse ins Auge gehen können, aber es hat funktioniert. Oh, Koppel, komm mal raus! Ist sie eine Spinne? Nö. Ich gucke mich nochmal ganz kurz nochmal den anderen Ding nochmal um, weil da könnte vielleicht auch noch irgendwo was sein, was hier zu finden ist. Ey, dass ich mal auf Suche nach Spinnen bin, ist der Wahnsinn. Hier werde ich gesehen. Der Typ hängt da schön einfach rum.
Scanner. Da sind aber welche. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Warum? Okay. Das Blöde ist immer, der aimt sozusagen selber. Man musste immer gucken. Ah, oh, da komme ich nicht ran. Ah, da komme ich nie ran, da komme ich nie ran. Wenn man was. Okay, an den Typen komme ich da hinten ran. Das ist kein Problem. Die laufen so, dass... Ah, es ist scheiße gerade. Das gefällt mir gerade nicht. Okay, also ich muss warten, bis der Typ da weg ist. Dann kann ich mich rüberschwingen. Dann greife ich den da ein. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Zack. Haben sie nicht gesehen. Und weg ist er. Number one. Gucken, ob das funktioniert. Wenn ich jetzt hier hingehe, müsste ich rein theoretisch den Typen unten kriegen. Und... Es hat funktioniert. Nice. Geile Sache. Aber jetzt kann ich den machen. Warum auch immer ich ihn gerade vorher nicht gekriegt habe. Aha. Okay, ich kann einfach da drauf stehen bleiben und... Schöner Fehler gerade. Aber den Typen werde ich jetzt nächstes nehmen. Komm her. Na komm, du willst doch auch herkommen. Und 1, 2, natürlich nicht. Ich komme nicht ran an ihn. Warum komme ich an den Typen nicht ran? Ich verstehe es nicht. Dann im So. That's all she wrote. Okay, da vorne war noch einer und da hinten ist noch einer. Ja, komm. Ja, auch nichts mehr. Oh, cool, ich kann auch springen. Oh, cool, ich kann springen, das ist schön. Macht doch Spaß, eine Runde zu springen. Und die alle anderen sind auf einmal weg. Da oben. Zwei Stück noch. Da kann man was sein. Ah. Wie mache ich den Pfeil knall? Ah, ich habe schon eine Idee. Ja. Das war gerade richtig lucky. Das war sowas von Glück, was ich gerade hatte. Das hätte gerade auch böse ins Auge gehen können. Aber sowas von. So, raus da, mein Freund. Ja, brüll doch nicht rum. Brüll ich ja schon raus. Ich muss immer nach hinten latschen, um da immer... Ah ne, da hinten war auch ein Ausgang. Gut, ich dachte, jetzt muss ich wieder da hinten hinlatschen, aber nein. Beauty. Oh ja, so nicht. Auch sehr schlau. Ich packe ihn genau dahin, wo die Typen stehen. Immer noch eine. Natürlich mit. Nein! He's so fast. Where'd he go? If we lost him, it's our hide. So, komm schon. Say uncle. Oh, das war jetzt gerade. Ich dachte, ich habe jetzt komplett verkackt, weil ich gesehen wurde. Aber nein, zum Glück nicht. Oh, das ist komplett. So. Es hat trotzdem funktioniert. Oh. Hab ich ein Schwein, dass es trotzdem funktioniert hat. So, hier muss doch irgendwo dann noch eine
Ja. Da ist sie doch. Doch gewusst, dass sie irgendwo noch eine Spinne ist. Es ist hier so ein riesengroßes Areal. Na, warte mal, ich guck mal ganz kurz, ob hier hinten noch was ist. Hier ist definitiv noch irgendwo eine kleine Spinne. Aber so leider. Ich guck mal euch das an, wie dunkel das hier ist. Du erkennst ja wirklich nichts. Ohne den Spinnensinn kannst du nicht mehr arbeiten. Gut, aber ich mache auch gleich schon wieder zu Ende. Ja, Freunde. Man muss immer Schluss machen, wenn es gerade am spannendsten ist. Bin ja mal gespannt, ob der dann speichert. I'll get you out. Hallo! Don't worry. Spider-Guy, let me loose! Ja, ich heiße nicht Spider-Guy, sondern ich heiße Spider-Man, mein Freund. So, mitkommen. Und das war's. Das war gerade Glück, dass ich die gerade gesehen habe. You want this tough guy? Come and take it. Just you and me. Mano a mano. That suits me fine. So, es fehlt noch ein einziger. You miserable lying snake! Er muss auch mal kämpfen. And stay down. And some for you. You're tapped out. Nap time. Okay. Want this done. Bring in the big gun. More guns. Right in the kisses. Sharp outfit. Was ist das für einer? The strong silent type. Gotcha. They are all dead. I see what you got. Oha, was ist das für ein Kick in the pants? Okay, ich darf jetzt einfach. Ich muss einfach aufpassen. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mich einfach überfahren lassen. Will er automatisch immer zu dem Typen hingehen, der gerade fast überfahren wird. Aber das will ich doch gar nicht. Ich weiche immer genau anders, wenn er mich angreifen will. Das ist so cool. Dann kriege ich gerade Momentum und kann ihn schön platt machen. Das klappt. Oh mein Freund. Das war's. You say that was your best guy? What else you got? Nuts to this. Let's beat it. Right behind you. Yeah, run away. You idiots! You're all worthless! I'm coming for you, Hammerhead. Time for that mano a mano we talked about earlier. So, wir haben den Kontrollpunkt erreicht, Freunde, und ich würde sagen, ich mache jetzt mal Schluss für heute. Das war's. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der heutigen Folge. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Spider-Man Shattered Dimensions. Mega viel Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Part. Bye bye, haut rein. Tschüss. Macht's gut. Ciao.